Für wen ein werftneues Boot unerschwinglich ist, der findet auf dem Gebrauchtmarkt mittlerweile wieder eine ziemlich reichhaltige Auswahl. Doch auch hier gibt es logischerweise Licht und Schatten, denn nicht alle gebrauchten Yachten erfüllen die Ansprüche an Qualität und Werterhalt. Wir stellen euch heute aber ein sehr solides Fahrtenboot mit deutlich mehr Stärken als Schwächen vor. Sozusagen ein kleines Juwel, wenn man es denn in gutem Pflegezustand und für einen annehmbaren Preis entdeckt. Wir sind hier in der Marina Minde in Dänemark und besuchen heute Steffi und Jan, die eine Sirius 31 haben. Die wollen wir uns heute mal als Gebrauchtboot angucken. Das Schiff ist ein Design von 1975, damals ist es von Herbert Streuer designt worden. Und ist dann, er hat es für sich entworfen, also das war sein Traumboot als Segelboot. Und das wurde dann später in den Serienbootsbau bei Sirius übernommen. Es wurden so um die 170 Schiffe, glaube ich, gebaut. Ungefähr 60 davon waren Segelschiffe, also der Motorboot, der Decksalon-Anteil war eigentlich nachher fast höher. Ja, und es ist ein Boot mit Skeg und geteilten Lateralplan schon und hat so eine etwas besondere Heckform. Da ist noch so ein bisschen so ein Wulst drin. Das war so ein Designmerkmal der 70er. Aber das Schiff wurde halt lange gebaut, bis Mitte der 90er und war auch sehr erfolgreich. Ja, und die Plöner Sirius Werft gilt als eine wirklich hochwertige Schmiede für Bootsbau und hat ja auch heute noch einen sehr, sehr guten Ruf. Die Schiffe gelten als wertig und relativ robust, oder was heißt relativ, als robust, die wenig Probleme machen eigentlich, wenn sie älter werden. Ja, und mit dem Boot wollen wir heute mal einen Testschlag machen und uns mit dem eigenen Pärchen unterhalten, was so ihre Meinung von dem Boot ist. Also ab auf die Flensburger Förde, auch wenn heute nur ein laues Lüftchen weht. Mit ihren 4,5 Tonnen und den gut 51 Quadratmetern am Wind sind nicht mehr als 3-4 Knoten zu holen. Zeit für die brennendsten Fragen ans Eignerpaar. Zum Beispiel, wie sie denn überhaupt auf ihre Sirius 31 gekommen sind. Wir haben uns eigentlich eher so an den skandinavischen Yachten orientiert. Sind die auch eine Zeit lang gechartert und haben in dem Milieu gesucht. Das waren immer so die Referenzwerte. Preislich lagen die halt deutlich höher. Und dann haben wir dieses Schiff gefunden und gesagt, selbst wenn es dann in absehbarer Zeit einige Investitionen zu tätigen sind, so haben wir doch trotzdem dasselbe Budget dann aufgewendet und haben ein fast neuwertiges Boot. Ja, also für mich ist das Boot das perfekte Boot, um Urlaub und ein bisschen sportliches Segeln zu kombinieren. Und diese Kombination eben von einem schönen Wohnraum zu haben, aber trotzdem einer guten Zeit an Deck untersegeln, finde ich super. Und gerade auch mit dem Hund, man hat halt einfach so ein sicheres Sitzgefühl hier. Das scheint Bordhündin Lucy auch so zu empfinden. Aber dürfen wir mal fragen, wie viel diese Sirius beim Kauf gekostet hat? Wir haben vor 3 Jahren 47.000 Euro mit Pütt und Pann bezahlt. Habt ihr andere Sirius 31 gesucht im Netz? Habt ihr so ein bisschen verglichen oder war das gar nicht möglich? Zu dem Zeit waren nicht viele im Angebot. Und jetzt, ich verfolge das immer noch, das Angebot. Und ich denke, dass dort dass man die verschiedenen Exemplare nicht miteinander vergleichen kann. Weil gerade an dem Schiff hier sind ja doch einige Umbauten vorgenommen worden. Die Heckverlängerung, der Bugkorb. Und ich denke, das müsste man alles einpreisen. Ich glaube nicht, dass man das ganz gut vergleichen kann. Um die Sirius doch noch etwas mehr in Schwung zu bringen, setzt Jan den nagelneuen Rollgernacker. Klar, wer eine Renzige sucht, sollte sich nach was anderem umgucken. Die Sirius ist ein waschechtes Fahrtenboot, das aber bei Meerwind entsprechend stabil und sicher segelt und ein angenehmes Wellenverhalten zeigt. In den kurzen Böen stehen heute Raumschots auch mal 6,3 Knoten auf der Logge. Mehr ist bei diesem Schwachwind nicht drin. Nach einem umfangreichen Refit, über das wir gleich noch sprechen, ist die Sirius jetzt bereit für kommende Turn-Abenteuer. Ist es denn das, was ihr wolltet, Jan und Steffi? Stand heute sind wir gerade sehr zufrieden. Sind immer mal ein paar Dinge, die anfallen. Bei 34 Jahren, denke ich, ganz normal. Aber gerade nach dem letzten Refit-Winter sind wir doch ziemlich zufrieden und stolz auch, was wir geschafft haben. Das ist nämlich eine ganze Menge. Kollege Fritsch führt euch mal eine Runde übers Boot. Wir stehen hier auf einem brandneu verlegten Teakdeck. Es ist wirklich wertet das Schiff enorm auf.
Hat es auch vorher gehabt, das Teakdeck, aber ein Punkt, worauf man achten sollte, ist dann schon, ob dieses Teakdeck, wenn man das Boot kauft, im guten Zustand war. Jan und Steffi haben genau das Problem gehabt, dass sie, als sie das Boot gekauft haben, ein neues Deck auf das alte einfach draufgeklebt worden ist. Dabei war nicht sorgfältig gearbeitet worden und dann kam es zu Undichtigkeiten. Das heißt, also wer eine Sirius kauft, die war wo relativ häufig auch mit Teakdeck ausgeliefert, muss man natürlich auf das Teakdeck ein Auge haben, weil neues Teakdeck, wenn es denn wirklich neu, ganz neu gemacht werden muss, schlägt dann schon mit 20.000, 25.000 eigentlich mindestens zu Buche. Und das ist natürlich eine Investition, die man dann entweder im Kaufpreis einplanen muss oder halt entsprechend sich darauf dann einstellen muss, dass das kommt. Das Thema Teakdeck ist ein großes, das schnell zum wirtschaftlichen Totalschaden bei einem günstigeren Gebrauchtboot führen kann. Was war denn hier los? Das Problem war, dass einer der Voreigner schon einmal den Teak-Aufbau auf dem Kajütdach hat erneuern lassen. Und das war nicht ganz fachmännisch, weil das alte Teakdeck nicht ganz entfernt wurde und das neue nur lose verklebt war. Und es löste sich nach einigen Jahren wieder. Zudem wurden Lüfter nachträglich eingebaut, die dafür gesorgt haben, dass Feuchtigkeit ins Sandwich, also in den Beiserbereich, reingekommen war. Das musste halt unbedingt gemacht werden. Und in dem Zuge, als wir vor der Entscheidung standen, war es auch so, dass die Teakpreise gerade in die Höhe gegangen sind und wir einen Bootsbauer aufgetan hatten, der noch ein gutes Lager hatte und da noch einen relativ vertretbaren Preis aufgerufen hat, sodass uns das die Entscheidung halt leichter gemacht hat. Und wir haben auch, als wir es dann haben verlegen lassen, festgestellt, dass die Aussage des Bootsbauers auch gut war für die Stabilität des Schiffs, dass wir keinen weichen Decksbelag genommen haben. Übrigens, Sirius-Chef Thorsten Schmidt bestätigte uns, dass die Werft schon damals bei Decksdurchbrüchen kein Sandwich verbaut hatte, um genau diese Gefahr von Verrottung des Balsakerns zu verhindern. Das Problem entstand in diesem Fall also durch unsachgemäße Nachrüstung eines Deckslüfters. Gut, wenn es die Werft seines Gebrauchtbootes noch gibt und man mal nachfragen kann. Die Boote sind klassische Top-Racks, für die Zeit ganz typisch, relativ unkompliziert. Nicht so viele Trimmmöglichkeiten. Man sieht hier, der Achterstagspanner sind hier diese in den 80ern sehr beliebte und auch sehr, eigentlich sehr funktionale Achterstagspanner, die so gedreht werden können. Sind eigentlich wunderbar, kann man nichts gegen sagen. Natürlich nicht so schnell wie eine Taille, aber eine sehr gute Geschichte eigentlich. Was an diesem Boot anders ist, ist, dass der Voreigner das Schiff um einen Heckanbau verlängert hat. Das heißt, das normale Schiff endete hier, wo dieser Badeplattformbereich ist. Man sieht da, wo der Name ist, endete das Schiff eigentlich. Und es gab dann der Bequemlichkeit halber eben diese Badeinsel als Ansatzpunkt, die man kaufen konnte. Und das wurde dann hier, wo man die Schrauben sieht, wurde das an das Heck angeschraubt und hat dadurch diese Badeplattform und ein bisschen Länge, bisschen Abriss noch hinten gewonnen. Und das hat der Eigner hier nachgerüstet. Sehr schön ist das Cockpit, ist ein sehr tiefes Cockpit. Man sitzt, hat einen guten Rückenhalt und es hat auch, bietet viel Sicherheit. Also man hat das Gefühl, man sitzt sehr geschützt und über Bord fallen ist eigentlich gar kein Problem, gar kein Thema. Man hat also eine sehr schöne Position hier. Das ist eigentlich eine tolle Sache vom Schutz her. Beim Segeln ist der Cockpit-Tisch natürlich verstaut, aber das edle Teil ist in kürzester Zeit aufgebaut. Die Sirius bietet viele solcher guten Detaillösungen und die Eigner haben im Lauf der Jahre ihre eigenen Markenzeichen hinterlassen. Standardmäßig wurde die Sirius mit einem Traveler im Cockpit ausgeliefert. Man sieht das hier auch. Einer der Voreigner, dem war das zu unkomfortabel. Das heißt, der Traveler hatte diese Breite, war also schon ein anständiger Traveler, mit dem man irgendwie gut den Druck im Segel regulieren konnte. Und der wurde dann ausgetauscht gegen so einen Bügel, dass er halt zentral nur noch gefahren wird. Das ist natürlich ein bisschen schade einerseits, aber für wenn man dann den Komfort haben will und nicht hier im Hafen den eingeschränkten Fußraum, dann ist das natürlich wieder eine feine Sache. Das muss jeder für sich entscheiden, aber wahrscheinlich wird man auf dem Markt eher eine Sirius mit Traveler antreffen. Ja, eine Besonderheit des Bootes ist noch, oder das war zumindest auffällig, wenn man mit dem Boot steuert das erste Mal, ist man ein bisschen überrascht, dass das Ruder doch relativ viel Kraft verlangt.
Das liegt wohl wahrscheinlich an dem relativ großen Ruderblatt. Die beiden Eigentümer finden das sehr angenehm, weil es irgendwie sozusagen ein bisschen Ruhe reinbringt. Also das Schiff hat auch einen Skeg, läuft auch ganz gut ein bisschen geradeaus. Und man muss also nicht Sorge haben, dass wenn man mal 3 Sekunden das Ruder loslässt, dass das Boot sofort irgendwelche wilden Manöver vollzieht. Aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also man merkt, so jemand, der vielleicht von einem Sportboot kommt oder viel Jolle gesegelt ist, der wird das als ein bisschen schwergängiger empfinden. Das Ruder ist auch nicht vorbalanciert, das heißt, relativ große Fläche nicht vorbalanciert, das heißt, ein bisschen Druck ist dann schon spürbar. Davon abgesehen ist das geschützte Cockpit der Sirius 31 ideal für Paare oder kleine Familien. Alle Leinen sind hierhin umgelenkt. Die Schwalbennester findet man heute leider nur noch selten. Unter Deck zeigt die Sirius feinste Holzarbeiten, neue Fenster und alte, aber immer noch gute Ideen. Ja, wir sind jetzt hier unter Deck. Ein sehr klassisches Interieur mit viel Holz, sehr schiffig und in einer guten Qualität gebaut. Also wir waren vorhin beim Segeln, nichts knarrt, nichts knirscht. Also die Oberflächen sehen noch auch nach den vielen Jahren sehr wirklich gut aus, sind natürlich auch gut gepflegt worden. Und die Einrichtungsvarianten sind so ein bisschen typisch für die Zeit. Es gibt hier eine Navi-Ecke, nur zum Stehen. Also ist kein Tisch jetzt kein Stuhl vorgesehen in diesem Fall. Und die kann ausgezogen werden. Das heißt, also hier sind zwar die Karten und alles drin, was man braucht. Und man kann sie beim Segel benutzen. Und wenn man im Hafen ist, kann man sie hier einziehen und gewinnt dann entweder einen Sitzplatz noch oder die sehr große Lotsenkoje, die da hinten, oder Hundekoje. Die sehr lang ist. Der Eigner sagt, die ist sehr, sehr bequem und sehr gemütlich. Ist also auch so eine typische Geschichte der Zeit. Gegenüber befindet sich die Pantry. Ist eine sehr funktionale, klassische Pantry. Zwei Gaskocher, also zwei flammiger Kocher, Spüle. Eigentlich sehr nett hier. Nachgerüstet wurde mal dieses Fenster, damit die Belüftung beim Kochen etwas besser ist. Ist eigentlich auch ein schönes Detail, dieses Bullseye. Ist nachgerüstet, das war nicht Standard. Und auch nicht Standard ist, dass das Schiff hier den Niedergang zentral hat und hier ein freier Durchgang ist. Als das Schiff ausgeliefert wurde, ging dieses halbe Shot bis da unten zu dieser Marke im Boden. Das heißt ungefähr hier. Und die Treppe war weiter drüben. Das heißt, man ging nicht mittig, sondern etwas seitlich runter und musste dann hier so einen kleinen Schlenker gehen. Das hat der Voreigner geändert, das war ihm irgendwie auf Dauer nicht komfortabel genug und hat das dann so frei gemacht. Das wirkt tatsächlich etwas moderner und etwas praktischer, das ist wohl so. Ja, sehr viel Stauraum in der Küche, also man sieht, dass hier wirklich auch für längere Touren relativ viel Platz ist. Alles sehr solide, sehr schwere, große Holzteile, also wirklich massive Bootsbauqualität, keine dünnen Sperrholzplättchen, alles wirklich sehr funktional, viel Stauraum, macht einen guten Eindruck. Die Salonkoje ist hier erweitert worden, der Salon ist erweitert worden durch so eine Kojenauflage mit einer selbstgebauten Kiste darunter, um mehr Schlafplatz für jemanden zu bekommen, der hier im Salon schläft, vielleicht die Kinder zum Beispiel, für zwei Kinder eine tolle, tolle große Koje. Und diese Kiste hier unten ist dann noch Stauraum, muss man natürlich dann wegräumen, wenn man am Tisch sitzen und essen will. Aber man sieht, der Tisch ist sehr groß und schön, also man kann hier mit sechs Leuten sehr bequem essen und sitzen. Das geht sicherlich auch mit mehr, diese sehr große Bank hier würde da auch noch eine Gelegenheit geben. Und sie ist auch mit einer klappbaren, auf diese Art und Weise kann man hier eine sehr große Koje gewinnen. Das ist eine sehr, sehr gemütliche Koje, also für die Schiffsgröße geradezu luxuriös und auch noch mit einer sehr schönen Wegerung. Das ist eine sehr solide und tolle Sache. Also Kojen gibt es auf diesem Boot durch die Vorschiffskoje, diese Koje, die Hundekoje und dann dieses Sofa, also wirklich enorm viel Platz. Sehr, sehr groß, also für zwei Personen schon richtig luxuriös. Aber auch für eine vierköpfige Familie mit Kindern wäre das also eine gute Lösung. Die Stehhöhe am Niedergang beträgt noch gute 1,88. Weiter zum Bug sind es immerhin noch 1,83 bzw. 1,72 in der Vorschiffskabine.
Wir sind jetzt im Vorschiffsbereich. Hier ist die, die Vorschiffskoje für zwei Personen völlig ausreichend. Der Fußraum geht ein bisschen eng zusammen, also sehr groß gewachsene Paare müssten da vielleicht dann schauen, ob es passt. Aber die Länge ist, ich glaube, 1,95, sagte Jan. Also für die beiden ist das super. Auch wieder sehr hochwertig gebaute Hölzer, die Wegerung sehr schön. Und auch so ein Element der Zeit ist dann das Bad. Das ist die, versteckt sich hier hinter dieser Tür und hat die eigentlich sehr funktionale Lösung, dass das Waschbecken sehr groß rausgezogen werden kann. Das ist also ein wirklich riesiges Waschbecken eigentlich, würde man sich auf manchen modernen Schiffen wünschen. Aber diese Schubladenlösungen sind eigentlich so ein bisschen aus der Mode gekommen, findet man eigentlich noch selten und vielleicht mal auf Kleinkreuzern. Aber das fanden die beiden super und nutzen das gerne und sind da auch überzeugt von. Darunter ist dann die Toilette. Bei Benutzung wird sie geschlossen. Ist eigentlich sehr funktional. Geschlossen werden kann das Vorschiff. Er hat also keine eigene Tür, sondern die Schranktür hier wird dann einfach als Tür benutzt, wenn man abends zumachen will. Und tagsüber ist jetzt dann halt die Tür vom Schrank. Ist eigentlich auch eine sehr raffinierte Lösung. Feine Sache. Als Kühlschrank haben die beiden eine Schublade nachgerüstet, statt eines Fachs, das von oben beladen wird oder mit einer Tür, sondern diese Kühlschublade hier ganz gut integriert in die Salonbank. So ist sie eigentlich relativ dezent, nimmt nicht so viel Platz weg und die beiden sagen, also für zwei Personen im Urlaub reicht das vollkommen aus, braucht man eigentlich nicht viel mehr. Das ist eine schöne Sache, man verliert natürlich den Stauraum unter den Sitzen, der da war, aber er ist auch wirklich natürlich optimal genutzt. Die Boote sind schon mit Saildrive ausgerüstet. Dieses hat einen Volvo Penta Motor. Das ist natürlich schon ein bisschen moderner. Damals in den 70ern, 80ern waren natürlich auch viele Schiffe noch mit Welle. Das ist hier natürlich die modernere Lösung dann. Ja, und ist auch ganz, ganz gut zugänglich. Man sieht, man kommt eigentlich an alle Absperrhähne, Bildnerstab und ähnliches ran. Die beiden haben die noch aufwendiger hier ein bisschen gedämmt. Schnurrt tatsächlich wie ein Kätzchen. Ja gut, beim Gebrauchtbootkauf bei Schiffen dieses Alters aus den 80ern ist natürlich der Motor immer eine wichtige Sache, dass man checkt, wurde der vielleicht schon getauscht, hat er genug PS noch für das heutige Empfinden, sind manche der älteren Boote ein bisschen untermotorisiert, aber das war bei Sirius wohl kein größeres Problem. Aber natürlich neben dem Teak Deck, das hier das eine Thema dann ist, ist der Motor natürlich immer das große andere, das Kosten verursachen kann, das man im Blick behalten muss. Beim Tiefgang gibt es mehrere Varianten mit Tiefen zwischen 1,30 und 2,10 Metern beim Kielschwert. Es gab eine Kielschwert-Variante, da sieht man hier noch auf diesem Schiff einen Teil der Mechanik dafür. Die ist hier allerdings stillgelegt worden, weil der Voreigner das nicht benutzt hat, wurde das irgendwann festgesetzt. Aber es gibt ansonsten eine Tiefkiel-Variante, eine etwas flacher gehende Variante und es gibt die unterschiedlichen Materialien. Es gab also Gusskiele, aber auch viele Bleikiele. Bleikiele sind natürlich eine schöne Sache, nehmen, falls man eine Grundberührung hat, viel von den Kräften auf, schlucken da so ein bisschen was und verhindern, dass größere Schäden entstehen. Aber laut Aussage der Werft, die ja noch existiert, die man also auch fragen kann, auch nach Ersatzteilen und Reparaturen, sind Grundberührungen Schäden eigentlich sehr selten gewesen. Es gab fast nie Folgeschäden, also es gab eigentlich gar, ich glaube, der Werftbesitzer sagt, es gab einen Schaden mal, wo wirklich an der Bodengruppe was gemacht werden musste. Ansonsten stecken die Boote das eigentlich auch ganz gut weg. Das heißt, es sind wirklich so auf skandinavischen Bootsbau-Niveau, guten gehobenen skandinavischen Bootsbau-Niveau, was die Festigkeit angeht. Man hat also mit den Rümpfen eigentlich wenig Probleme. Natürlich schaut man trotzdem, ob die Schiffe Schäden durch Grundberührungen haben, aber sowas kann man ja im Falle eines Falles auch mit einem Gutachter ausräumen, indem man einmal ein Gutachten vom Kauf noch erstellen lässt. Bei den Preisen für die 31er, die so ja, bei 45.000 bis 55.000 liegen, je nachdem wie der Pflegezustand ist, je nachdem wie das Teak Deck aussieht, ist das natürlich dann auch schon eine sinnvolle Sache, da vielleicht einfach einen Gutachter einen Tag mal hinzubestellen. Außerdem sinnvoll, sich mit Eignern, die genauso ein Boot besitzen, mal über Vorzüge und Nachteile zu unterhalten. Ja, Jan und Steffi, dann erzählt doch mal, ihr habt jetzt 3 Jahre das Boot. Was sind so noch Sachen, die euch aufgefallen sind, die ihr gut findet? Ihr habt jetzt relativ viel Refit-Arbeit geleistet schon.
neues Deep Deck. Ich habe gehört, es gab neue Ruderlager, viel Elektrik, glaube ich, gemacht. Ne? Und in Beleuchtung. Und ja, was sind denn so die Lehren oder was ihr da so auf dem Weg dahin gelernt habt über das Boot? Ja, eigentlich haben wir das Boot ja einmal komplett auseinandergenommen und fast jede Schraube kennengelernt. Das hilft natürlich auch für die Zukunft, wenn man mal irgendwie irgendwas hat oder irgendwas klappert oder so, dass man ungefähr es einordnen kann, wo das Thema dann sitzt. Ja, wie Steffi schon sagte, wir haben wirklich alles auseinanderbauen müssen und dabei wirklich festgestellt, dass man an viele Stellen oder an die allermeisten Stellen auch gut herankommt. Was wir für die Zukunft ja, noch ins Auge fassen werden. Also ich denke, die Bodenbretter müssten wir mal anfassen, beziehungsweise die Unterkonstruktion. Die sind schon ein bisschen wellig und die Plicht wird uns auch irgendwann. Da müssen wir auch ein bisschen nacharbeiten. Aber ich glaube, mit dem Gröbsten sind wir durch. Wenn der Motor weiterhin. Ja, das ist jetzt ein Volvo. Was für eine Maschine ist drin? Das ist der Volvo Penta 2002, allerdings mit der Frischwasserkühlung. Mhm. Und es ist immer noch der erste Motor. Die Vorgänger haben wohl ein, zweimal schon Generalüberholung machen lassen und auch einige. Also so knapp 40 Jahre hat er auf dem Buckel. 34. 34, ja, okay. Also er springt da super an und er läuft. Und dann, wenn er läuft, denkt man, ja, man muss nichts dran machen. Okay. Aber wenn man dann öfter mal ein bisschen Wasser sieht oder auf das Alter schaut, dann denkt man, vielleicht macht es doch mal Sinn. Du hast mir noch erzählt, dass du begeistert warst, dass du so gut an die Schrauben rangekommen bist, weil es keine Innenschale gibt. Also dass das ein großer Vorteil bei dem Refit war. Ist das ja, so? Also ich kenne natürlich auch kein Boot mit Innenschale, aber man kommt an alles ran und ja. Auch wenn es manchmal ein bisschen Gefummel war und wir doch das ein oder andere vielleicht auch ein bisschen zerstört haben, was man aber gut wieder reparieren konnte an irgendwie Deckenverkleidung. Ja. Das Boot hat an einigen Stellen einen Sandwichkern. Habt ihr da Leckagen gehabt? Ist da was gewesen? Oder ich meine, bei keine Deckschale sieht man natürlich auch gleich, wo ein Leck ist. Also man sieht ja, wenn es irgendwo läuft oder tropft. Mhm. War sonst noch irgendwas vom Aufbau? Naja, die Fenster waren, obwohl sie zweiten waren, die waren ja nicht mehr dicht. Also die haben wir jetzt im Zuge des Refits auch nochmal erneuern lassen. Auch nur geklebt jetzt. Mhm. Bislang keine Leckagen. Die waren geschraubt. Die waren dann geklebt. Geschraubt und geklebt. Ja. Genau. Und ansonsten war ja bei dem Deckaufbau mit dem alten Tick-Deck, über das wir vorher schon gesprochen hatten, es ist ja bei den Lüftern reingelaufen, zwar in den Beisack, das Laminat oder in das Sandwich. Ja. So, und da musste einiges rausgenommen und ersetzt werden. Ja, die Werft hat dann noch gesagt, dass das Sandwich nicht an den wichtigen belasteten und Durchbruchbereichen, also für Püttinge und so weiter, sitzt. Dass da sozusagen schon dann massiv Laminat ist. Ja, das ist uns auch aufgefallen, dass das nicht durchgehend ist. Okay. Das ist natürlich ganz vertrauenserweckend. Ja, also unterm Strich seid ihr mit dem Schiff rundum zufrieden, höre ich da so raus. Ja. Und freut euch auf die nächsten, hoffentlich dann 20 sorgenfreien Jahre damit, oder? So ist der Plan. Genau, ganz genau. Jetzt können wir es nicht mehr aufgeben. Das bleibt jetzt unser Boot. Klar, wenn man mal das erste Refit zusammen durchgestanden hat, wachsen Eigner und Boot ja auch irgendwie zusammen. Da wird das Ganze dann zur Herzensangelegenheit und das ist ja auch gut so. Wenn ihr den Testbericht zur Sirius 31 noch einmal nachlesen wollt, dann steht euch der Artikel hinter dem Link in der Videobeschreibung auf Yacht Online zur Verfügung. Und hier in unserem Kanal haben wir schon ein paar andere gebrauchte Kandidaten getestet. Schaut euch doch mal um.